So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. Folgendermaßen, beim letzten Mal haben wir uns ja hier auf diese Route ausgesucht und es ist schon ein bisschen her, als die letzte Aufnahme da war. Dementsprechend würde ich ganz gerne einfach weitermachen. Wir müssen jetzt diesen Tunnel hier machen, den Einheitstunnel. Muss ich mal gucken, ob ich die Folge Einheitstunnel nenne oder nicht. Ich habe natürlich davon, dass ihr so lange warten musstet auf diesen Part, lag nicht daran, dass ich keine Lust auf das Spiel hatte, sondern einfach das Problem lag daran, dass ich einfach keine... Wie heißt? Na komm, das kann ich jetzt lassen. Lag einfach daran, dass ich keinen Content hatte. Nicht im Sinne von, was ich zeigen will, sondern was ich mit euch besprechen möchte. Und jo, dementsprechend habe ich davon auch ein bisschen abgeraten. Und wollte dann einfach nicht direkt weiter quatschen und Mist labern, sondern dementsprechend habe ich gewartet und mir Geschichten ausgedacht, beziehungsweise Onyx! Yes! Ja, hab mir ein paar News ausgesucht, beziehungsweise nicht wirklich News, aber so Sachen, die ich halt so ein bisschen mit euch kommunizieren möchte. Jo, es gibt zu Pokémon doch noch einiges zu erzählen. Ein paar Sachen, die ich gerne aus meiner Jugend erzählen möchte. Oder einfach irgendwelche Sachen, die ich vielleicht später herausgefunden habe und so weiter und so fort. Natürlich, aktuell versuche ich dann auch noch ein bisschen was zum Gameplay zu erzählen. Dementsprechend seht es mir vor, wenn ich jetzt nur begrenzt irgendwie jetzt großartig Lust habe, hier da unter der Woche zwei, drei Parts rauszuhauen. Dementsprechend, ich versuche das so hinzukriegen, wie ich möchte. Kommentarsektion hielt sich ja auch ein bisschen in Grenzen. Dementsprechend ist immer so ein bisschen schwierig. So, unser Flieger und unser Justin haben Level 11 erreicht, beziehungsweise alle beide ein Level abbekommen. Wunderbar. Wunderbar. Wow, du hast es mir gegeben. Ja, klar, mein Lieber. Hier gibt es auch eine kleine interessante Sache, die ich erst später erfahren habe. Ich glaube, das habe ich mal damals in einer Kidzone gelesen. Und zwar konntest du ja hier ohne Probleme, was heißt ohne Probleme, dieser Tunnel hat noch einige Überraschungen, bietet noch einige Überraschungen. Erstens, später, wenn wir dann Kaskade und alles haben, müssen wir nochmal hin. Und dann werden wir uns hier nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Auf jeden Fall kann man hier runter surfen, da geht es dann noch weiter. Und da kommt man dann zu den Alfruinen, zu den nächsten Puzzles. Und wenn man es richtig macht, kann man natürlich auch noch zum... ich glaube, hier sollten wir unseren Justin an erster Linie stellen. Einfach aus dem Grund her, weil er hier uns gut durchboxen wird. Man kann hier auch freitags einen Lapras kriegen. Das ist ganz komisch. Das habe ich... Ich wusste nicht genau, was es ist. Oh, ein Sandan! Geil! Ein Sandan nehme ich mir mit. Normale Tackle müsste ausreichen. Jo. Wisst ihr, worauf ich auch mal Lust hätte? Mit euch eine Runde Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor, beziehungsweise Paper Mario, die Legende vom Äonentor, offiziell Paper Mario 2, durchzuspielen. Einfach aus dem Grund, weil es einfach ein schönes Spiel ist. Vielleicht kann man da mal einen Marathon machen. Beim letzten Mal hatten wir auch schon einen Marathon, aber es war ein bisschen... Da hat mir viel Genshin Impact gespielt, was an sich ja ganz gut war. Es war ja nicht so schlimm. Aber das Problem lag einfach daran, dass wir dementsprechend, ja, ich weiß nicht, die letzten zwei Stunden waren mehr gezwungen. Aber ich wollte die 12 Stunden voll kriegen. Ich denke mal, es ist möglich, wenn man das schön wirklich dann auch gut plant und allem drum und dran. Und sich dann auch Games raussucht. Naja, auf jeden Fall
gibt es ja noch einige interessante Stories. Das Problem ist, sage ich jetzt ganz ehrlich, die Stories, die ich mir rausgesucht habe, die kann ich jetzt nicht einfach alle von jetzt auf gleich raushauen, weil manche dann halt schon mit dem Gameplay zu tun haben. Bedeutet, wenn ich jetzt irgendwas über das Gameplay erzählen würde mit den Stories, dann würde ich zu viel vorwegnehmen, was eigentlich in einer anderen Sache wesentlich besser passen würde. Dementsprechend meine erste Begegnung mit einem Wander-Pokémon zum Beispiel mache ich dann, wenn man auf die Viecher trifft oder wenn man die freischaltet oder sonst was und solche Sachen. Das gefällt mir wesentlich besser, als würde ich jetzt in den ersten Parts alles raushauen und die letzten Parts in der Mitte des Spiels so ein bisschen gezwungenermaßen irgendwie bequatschen und rauspetzen. Ich denke mal, das wird dann definitiv anders laufen als bei den meisten, wo man dann einen schönen Start hat und dann später merkt, ja, jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich auch irgendwie muss es dann auch irgendwie durchpetzen. Jo, der Felstunnel. Ach ja, ich kann mich noch erinnern, als ich bei meinem ersten Mal im Felstunnel hier war. Ich fand das, ich weiß nicht, der war immer so ein bisschen unscheinbar. Man hat ihn durchquert und das war dann alles soweit gut. Und später hat man dann angefangen und ihn nochmal genauer erkundet, was durchaus besser gewesen ist und mehr Spaß gemacht hat. Mich hat es immer bei diesem Feuerspucker immer so ein bisschen irritiert, dass der Smogons hat und keine Dingsbums. Keine Feuer-Pokémon. Deswegen habe ich gedacht, mit Kanimani könntest du das so durch. Mein erstes Pokémon in der zweiten Gen war übrigens ein Kanimani. Dann könntest du da durchpetzen, aber das hielt sich stark in Grenzen. Okay. Erste Pokémon-Kartenset. Justin wünscht sich Stalos als Gesteins-Pokémon im Team. Die Geschichte mit Raikou. Okay, das kommt alles noch. Stärkeres Mew. Ah, auf jeden Fall gibt es da einige Sachen zu erzählen. Ich glaube, das eine kann ich jetzt schon erzählen mit dem Mew. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Aktion hier nicht bringen kann. Ihr könnt euch gerne auf YouTube ein paar Sachen dazu anhören. Man konnte ja, falls ich das noch nicht erzählt habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lasse ja ganz gerne in den Streams ab und zu mal was raushauen. Und dementsprechend bin ich meistens nicht so ganz safe und weiß nicht so genau, was ich so erzähle. Auf jeden Fall konnte man hier in Pokémon Gold und Silber, nicht in Kristall, das ging nur in Gold und Silber, konnte man ja Pokémon klonen. Und natürlich, wie es auf dem Schulhof so üblich ist, hat man das bis zum Erbrechen ausgenutzt, das ist ja klar. Und dann wurden natürlich die ganzen Legendären geklont. Meistens habe ich die geklonten dann auch wieder freigelassen, weil mir das eigentlich relativ egal war, ob ich eine Box voller Mews hatte. Sondern mir ging es eher darum, einfach ein paar Sonderbonbons, KP Plus und die ganzen teuren Sachen irgendwie zu klonen. Meisterball hat man das meistens gemacht, Sonderbonbon hat man es meistens gemacht, etc. etc. Auf jeden Fall wollte ich sagen. Hier geht's. Oh, oh, oh! Was ist da los? Togepi! Togepi, ich muss ganz ehrlich, Knuddel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, ich nenne es Knuddel. Ist die Frage, wollen wir Togepi vielleicht ins Team nehmen? Ich werde Togepi jetzt erstmal, solange ich kann, hier beibehalten. Und werde euch später dann nochmal fragen. Am Ende der Aufnahme werde ich es auch nochmal ins Layout reinpacken. Und mal gucken, wie ihr dann, also ich werde es dann ins Layout packen, wenn ihr euch dazu entscheidet. Ich persönlich fand, Togepi ist halt sehr schwer zu trainieren. Es ist sehr schwach generell. Also du wirst damit echt kein starkes Tier haben. Aber ich fand es eigentlich immer ganz nett, dieses Pokémon da noch drin zu haben. Es war eine nette Sache. Vor allem später kriegt man sowieso einen EP-Teiler. Von daher kann man sich da durchaus mal was gönnen. Ja, mein Togepi hat sich erst spät entwickelt, ich glaube auf Level 40 damals erst, auf Level 37 oder so, weil ich nicht, damals, als ich die Goldene gespielt habe, da musste ich 11 gewesen sein, da hatte ich ja jetzt auch gar nicht wirklich den Drang dazu, da man wusste halt nicht, was Sympathiewert so war. Das wurde da, es war einfach unbekannt, es war eine neue Sache und man konnte damals nicht so wie heute mit dem Internet danach gucken.
Onyx. Ja, wir haben ja den Aaron. Dementsprechend, der wächst ja dann auch schneller. Von daher hält sich das, brauche ich hier kein Onyx mehr. Trotzdem werde ich noch, ich werde natürlich so viel Pokémon fangen, wie ich kann, ne? Und werde sie auch dementsprechend trainieren. Ui, Justin entwickelt sich gleich. Na super, zum Glück habe ich das einigermaßen vorbereitet. Da muss ich eigentlich nur das Bild wechseln. Und suchen. 39, hier kann man auch weiter. Also es wird, die Höhle werde ich mir definitiv nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Um aber auf eben nochmal zurückzukommen. Man wusste einfach mit dem Sympathiewert noch nichts anzufangen, dass das mittlerweile klappt oder nicht. Und das Einzige, was ich damals oder was man damals halt irgendwie hinbekommen hatte, war das halt mit dem Pikachu-Sprite in der gelben Edition. Dementsprechend hielt sich das alles noch einigermaßen in Grenzen. Dementsprechend hat sich mein Togetic, also mein Togepi zu Togetic entwickelt, aber erst ganz spät. Und dementsprechend wusste ich halt nicht, wie das mit dem Sympathiewert wirklich war, wie man den steigert und so weiter und so fort. Ich glaube, Tackle ist zu stark. Oh, doch nicht. Ich glaube, Justin ist eher ein defensiver Typ. Aber trotzdem fange ich mir einen Zubat. Auf jeden Fall wusste man damals wirklich noch nicht, wie man damit umgehen sollte. Vor allem, weil man nicht wusste, wie man damit halt, was es damit auf sich hat und wie man das steigert. Hat sich erst später herausgestellt. Und dementsprechend, ja. Also mein Togetic hatte sich auf Level 37 entwickelt, relativ spät, war auch sehr anstrengend. Aber auch danach wurde es nicht unbedingt ein Pokémon, was ultra stark war. Ich wusste auch nicht wirklich, es hielt nicht viel aus. Es war von der Schnelligkeit her akzeptabel, aber naja, bis ich mich dann mit Level 47 dann entschieden hatte, das Pokémon dann doch auszuwechseln. Es konnte halt auch nicht wirklich viele besondere VMs erlernen, wo ich sagen könnte, okay, wenigstens dort kann ich das so ein bisschen einsortieren. Das war knapp. Ja, ich war gerade ein bisschen am Quatschen. Was übrigens gar nicht mal so schlecht ist, wenn ich ein bisschen quatsche und ich mal keine Nuzlocke-Challenge mache. Weil ich merke bei den Nuzlocke-Challenges, wenn ich jetzt zum Beispiel privat einen Nuzlocke spiele, dann sieht das alles wesentlich anders da aus. Als, ja, natürlich, es brennt. Kiesel, der lässt sich nicht beeindrucken. Weil ich sagen muss, dass mir das meiste, was in diesen Nuzlocke-Challenge verliere ich, weil ich mich halt eher aufs Gespräch und auf das Kommentieren einlasse und das Spiel eigentlich nur im Hintergrund laufen lasse. Dementsprechend muss er auch immer so ein bisschen hoch in die Kameralinsen. Dementsprechend finde ich das manchmal gar nicht so schlimm, wenn man dann doch anfängt und mal normal spielt, weil wenn man sich mal blöderweise verquatscht, dann wie heißt, finde ich es ganz gut, dass man da immer noch eine Chance hat. Ich werde Justin jetzt mal keine Beere oder so wie keine Heilung geben. Was hast du denn? Hechelkeuch, endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer, als ich annahm. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden, also habe ich sie verlassen. Alles klar. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Giftbeere. So, wunderbar. Ich hoffe, dass ich... Warte mal, ich glaube, ich könnte eigentlich generell den Sound hier ein bisschen runterschrauben, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Wenn hier der Sound nicht ganz so extrem laut ist. Weil da steckt Giftbeere in die Itemtasche. Wunderbar. Will ich Justin auswechseln? Vielleicht. Dann haben wir nicht immer dieses Bidim, Bidim, Bidim. Ach ja. Der Onkel Tom.
Ich habe, bin ich durch, Wanderer Tom, Entschuldigung, bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig, alles klar. Das ist auch ein Charakter, den ich sehr gerne mochte. Erstens mit dem Namen, ich hatte nämlich jemanden, der auch Tom hieß und das war echt ein cooler Dude. Dementsprechend habe ich den sowieso ganz gerne mal mit diesem Charakter ganz gerne was Positives verbunden. Und in der Kristall hat er mir, oder ich glaube, es war auch in der Goldenen schon, war auch einer der Charaktere, der dir halt sagt, wenn was Besonderes stattfindet. Ich glaube, der hat mir gesagt, wenn es der Käfersammler und Dukatia war, derjenige mit den, ich glaube, war der das mit den Yamas? Auf jeden Fall, wenn hier ein Pokémon aufgetaucht ist, hat er dir das telefonisch gesagt und da konntest du dann konntest du es dann deiner Sammlung hinzufügen. Und der wurde auch akzeptabel stark, muss ich sagen. War ein cooler Trainer zum Trainieren. Ich persönlich mag ja sowieso Trainer lieber zum Trainieren, weil die erst nur ein bisschen Kohle einbringen, zweitens mehr EP geben als wilde Pokémon. Dementsprechend, jo. Aber ich denke mal, das Training hat sich sowieso erledigt, wenn man dann irgendwann anfangen kann, die Top 4 zu bashen. Giftbude. Schmetterli kann Giftbude weghauen. Ich glaube, dem behalte ich Giftbude auch erstmal. So, wow, du hast mehr Mumme als ich. Alles klar. Dementsprechend die Telefonnummer vom Tom. In den Bergen sind wir Wanderer in unserem Element. Ich bin übrigens Wanderer. Ich gehe oft in die Berge und in die Höhlen. Manchmal sehe ich seltene Pokémon. Ich könnte dich anrufen, wenn mir eins begegnet. Gibst du mir da die Telefonnummer? Natürlich. Also Toms Telefonnummer hier in Pokémon hat sich auf jeden Fall als nützlich erwiesen. Von daher, mal gucken, was treffen wir denn hier für Pokémon? Gibt's hier irgendwas? Ein Ratzfratz haben wir schon. Ein Hopsbross haben wir auch schon. Ich glaube, so viele neue Pokémon gibt es hier gar nicht. Na gut, dann halt nicht. Jo, hier in den Fleckmann-Tunnel kommen wir später erst. Wenn der Kurt anfängt, ansonsten können wir hier nichts machen. Ja. So, Schmetterli an erster Stelle ist eigentlich kein Fehler. Okay. Hier kommt auch später die Rivale, aber zuerst müssen wir das Team Rocket hier verjagen. Jo, mein erster Kampf gegen Kai. Na, das war ein Intra. Wie lange sind wir? Ah, 17 Minuten. Da würde ich sagen, machen wir noch den Fleckmann-Tunnel. Wer bist du? Waldner, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor drei Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Fleckmon, der alte Kurt ist auf dem Weg. Joa. Was eigentlich gar nicht bei Fleckmons gar nicht so schlimm ist, wie man ja dann später in den nachfolgenden Generationen kennt. Was hier auch immer sehr gut war, hier konnte man eine Zeit lang Holzkohle kaufen oder generell. Kriegt man, glaube ich, auch nur hier verstärkt Feuerattacken. Das bedeutet, wenn wir irgendwann mal ein Feuer-Pokémon haben sollten, werden wir uns hier definitiv mal eine besorgen. So, was haben wir hier? Holzkohleofen. Okay, stimmt, da war was. So, wir müssen jetzt erstmal dem Team Rocket eins auf den Deckel geben. Hallo Waldner, die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Das ist ja eine tolle Wache. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Oh, ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Aber mir ist nicht zu helfen. Waldner, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Alles klar, alter Mann. Mist, ich stand oben wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier heruntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Das wird ja ein Spaß, sie zu sprechen. Rocket Rüpel möchte kämpfen. Rocket Rüpel schickt Ratzfratz in den Kampf.
Ja, für mich. Ich weiß, der heißt Radfratz, aber für mich heißt er, hieß er immer Ratzfratz. Und ich weiß nicht, ich mache den Fehler einfach. Ich habe mir das als Kind so angewöhnt, beigebracht. Und dementsprechend don't blame me for this. Von daher, jo. Naja, auf jeden Fall, mein erster Kampf hier, Team Rocket vor 3 Jahren, ja, war eigentlich ein ganz nettes Gimmick, weil du hast ja dann als Rot sozusagen, ja doch dann selbst gespielt. Und hast ja den, Giovanni hat ja Team Rocket aufgelöst. Dementsprechend ist das schon mal ganz nett. Ich habe das gar nicht so registriert, als ich das gespielt habe. Es waren halt wieder ein paar böse und feuerfrei. Obwohl ich sagen muss, die Aktionen der zweiten Generation waren definitiv schon ganz nett. Die erste Generation hat mich immer so ein bisschen vor Silphscope. Ich weiß nicht, ich mag das heute noch nicht. Die Musik von Silphscope ist vielleicht zur Situation, der Situation angepasst, aber ich fand das mit dem Teleportieren so ultra nervig. Und ich habe da immer so viel rumgeeiert. Das war echt nicht mehr schön. So, das liebe Schmetterli bekommt dann jetzt erstmal einen Trank. Zubat, mein persönliches Hassvieh. Schmetterli versucht Stachelspore zu erlernen. Ja, warum nicht? Mein Härtner von Smetbo brauchen wir jetzt auch nicht. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen. Ja, versuchen uns alle zu besiegen. Ich meine, es tut den Fleckmons nicht weh und die wachsen nach, ne? Also, ich glaube, in der Alola-Region wird das, ist das normal. Vor allem, wenn man nach Fleckmons Pokédex-Einträgen geht. Dementsprechend, ja, mache ich das jetzt hier mit schweren Herzens. Obwohl das Team Rocket, also. Ja, die setzen viel Gift ein. Was an sich ja ganz nett ist. Ich meine, für unseren Smetbo ist das super. Eine Konfusion und Rettern. Zählt die Miraplas von unten. Mew. Achso, ich wollte ja die Geschichte erzählen wegen dem stärkeren Mew. Naja, auf jeden Fall, da bin ich jetzt am Anfang ein bisschen abgekommen davon. Dementsprechend würde ich das Thema gerne nochmal aufgreifen. Man hat ja später herausgefunden, wie man dann klont, ne? Das müssten die alten Veteranen dann sowieso unter euch wissen, gerade in der goldenen und silbernen. Und da hat man sich natürlich, was weiß ich, 100 Meisterbälle und so einen Scheiß hat man sich dann geklont. Ich habe das mit meinem mit Mew gemacht und habe dann auch gecheckt, dass man bis zu 5 Pokémon zeitgleich klonen kann. Dementsprechend ging das relativ schnell. Man hat einfach experimentiert und hat dann geguckt, wie man was am schnellsten machen kann. Und da muss ich sagen, da hatte ich mal einen, ich weiß nicht, ob es ein Bad-Klon war oder nicht, auf jeden Fall hatte ich da mal ein Mew, was verbesserte Werte hatte. Und zwar war das halt ganz gut, und zwar durch die geklonten Mews, die wurden natürlich durch die Generation, wurden natürlich auf dem Schulhof verteilt. Ne? Wer hat das Stärkste gehabt, der hat es geklont und dann, was weiß ich, mit anderen Leuten in der Pause getauscht. Das war gang und gäbe. Dementsprechend habe ich halt mir eine Box voller Mews gemacht und nach, was weiß ich, wie viel tausend Millionen Versuchen, hatte ich dann kein Mew mehr. Das, ich glaube, mein Mew hatte irgendwie, sagen wir es mal so, es hatte ungefähr einen Angriff von 200 oder so. Das sagt, diese Zahl ist jetzt fiktiv. Bedeutet, ich sage die jetzt nur als Beispiel, hatte ungefähr Statuswerte von 200 mit allem, alles gleich ungefähr und hatte HP von 390. So, und dann hatte ich aber zwischendurch, als ich angefangen habe, die Meisterbälle von den Mews wegzunehmen und diese dann wieder zu befreien und welche für den Tausch vorzubereiten, hatte ich mittendrin ein Mew, das keine 200 Angriff, also keine Statuswerte von 200 hatte und 390 KP, sondern das hatte die Werte alle ein bisschen leicht erhöht. Bedeutet, es hatte dann 376 HP auf Level 100 und hatte dann auf einmal jedes, wie heißt es, Dingsbums anders, jeden Statuswert halt 2 oder 3 Punkte mehr.
Das war dann schon besonders und das Mew habe ich dann als, das habe ich dann für mich behalten. Das bedeutet, die Klassenkameraden haben dann das schlechtere Mew bekommen und ich hatte das Besondere. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es wirklich ein Bug war oder ob es ein schlechtes Dingsbums gewesen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau so war es. Und ja, das habe ich, ist mir aber auch wirklich nur ein einziges Mal passiert. Also ich habe es dann wirklich mit allen Pokémon-Legendären probiert. Mit meinem Despotar und so weiter und so fort habe ich dann echt versucht, einfach ein besseres hinzubekommen. Das hat nicht so ganz geklappt. Dementsprechend war das Mew dann schon was Besonderes. Und dann, wenn man dann über irgendwie einem Kampf dann über meinen Gameboy-Bildschirm gelinst hat und gemerkt hat, warum hat dein Mew 376 KP? Und das, die anderen nur 390. Und ja, das war dann so eine Sache, wo man sagt, okay, das behalte ich mal lieber für mich. Ne? Das waren dann so Sachen, die hat man dann natürlich auch für sich behalten. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen, aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. So. Naja, auf jeden Fall. Kurt, weiter so, Wallner. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. So, hi Wallner, du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. Wallner hält einen Köderball. Hinterfragen wir das nicht. So, okay, ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Schön, ich werde daraus einen Ball machen. Welch weiß. Dazu gibt es auch eine kleine Erneuerung hier. Hier gibt es einen kleinen Unterschied zur Kristallversion und den anderen. In der goldenen und silbernen Version konntest du diesem Typen nur eine Aprikoko geben pro Tag. Das bedeutet, du musstest dir schon aussuchen und du konntest nicht alle sammeln. In der Kristalledition kannst du ihm einen kompletten Stapel geben. Das bedeutet, wenn du 10 Aprikoko weiß hast, sozusagen, Wiss ist das dann, kannst du, dann kann er dir, wie heißt, dann kann er dir auch 10 Stück auf einmal machen. Aber keine verschiedenen Gattungen. Das bedeutet, es muss dann schon die gleiche Gattung sein. Dementsprechend war das in der Kristalledition schon wesentlich besser. Und da habe ich die dann auch ganz gerne gesammelt. Ich glaube, es gab 7 verschiedene, also hier gab es 7 verschiedene. Und habe ich die natürlich auch jeden Tag gesammelt und immer dann einen Stapel abgegeben. Das war ganz nett. Auf Bills PC können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Alles klar. Jo, wir haben Sandan, aber Sandan würde ich nicht ins Team packen. So, ich würde gerne mal, ich weiß nicht, ob es klug ist, Aaron mitzunehmen. Warum eigentlich nicht? Der entwickelt sich auf 37 zu Stalos, genauso wie Kiesel. Ich würde den Kiesel dann doch schon gerne fertig entwickeln. Aber, Justin wollte als Stein-Pokémon ja einen Stalos. Das bedeutet, wir haben jetzt aktuell 2 Stein-Pokémon im Team. Das ist soweit dann auch okay. Klein Fritz. Ach ja. Ansonsten, ja, ich habe jetzt aktuell sonst. Ich denke, das Team ist dann voll. Und da fängt schon an. Hey, ist das nicht Wallner? Ich, Tom, der Wanderer. Sind deine Pokémon immer noch wild? Mein Kleinstein und ich, wir strotzen vor Energie. Wir wandern täglich in den Bergen, um so Energie abzubauen. Oh jo, ich kämpfte neulich gegen dieses Ratzfatz. Ich werde es immer sagen. Es ist mir entwischt, als ich einer vorbeilaufenden Schönheit nachsah. Lerne von meinem Fehler. Konzentriere dich immer auf die Aufgabe vor dir. In Ordnung, bleib sauber. Okay, Tom. Weiß ich Bescheid. Ja. So. Müssen halt gucken. Knuddel sollte immer im Team behalten werden. Am besten ist auf Platz 1. Ihm ein Item zum Dingsbums geben. Zum Halten geben. Und dazu dann noch immer zum Friseur. Und hier die kleinen Leckerlis. Paar KP Plus und so ein Scheiß. Und dann wird es glücklich und entwickelt sich. Machen wir jetzt Kai oder den Rivalen zuerst? Machen wir erstmal den Rivalen. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist.
Na, wollen wir mal gucken, wie habe ich den eigentlich genannt? Popel, ne? Oder Popo. Ich wollte ihn eigentlich Penis nennen, aber ich war, Popo, ich wollte ihn eigentlich Penis nennen und mich meiner Verantwortung entziehen, erwachsen zu sein. Aber da habe ich mir gedacht, nein, obwohl Popo jetzt auch nicht unbedingt besser ist. Schmetterli ist eigentlich ganz gut. Konfusion und Nebulak sollte sichtlich angeschlagen sein. One-Hit ist natürlich auch super. Beschwere ich mich nicht. Igel-Lava. Nimm ich dann den Aaron? Ich guck mal, ob es Aaron schafft. Ich glaube es zwar nicht, weil Aaron noch keinen Steinangriff hat, aber... Naja, ist ein bisschen weiter als wir. Ich glaube, wir hätten den zweiten Arenenleiterorden doch eher gemacht. Oh nein! Rauchwolke! Scheiße! Das wird ärgerlich. Was man natürlich machen könnte, ist... Ja, Aaron hält schon einiges aus. Dementsprechend mal einfach mal Kreide schreien und seine Verteidigung ein bisschen zu senken. Ein Glut halten wir noch aus. Wunderbar. So, machen wir einen Kreideschrei. Verteidigung sinkt stark. Ist ja keine Nuzlocke-Challenge. Dementsprechend können wir Aaron schon mal opfern. Ist kein Problem. Wenn du später ein Stalos wirst, oh mein lieber Aaron, dann ist aber feuerfrei. Jetzt Kiesel. So, Rauchwolke ging daneben, wunderbar. Steinwurf und dann sollte der Käse gegessen sein. Jawohl. Super, die Vorarbeit von Aaron war einfach bombastisch. So, Level 14. Jawohl. Nee, Zubat bleibt. Komm, Kiesel. Du bist ja noch nicht mal warm geworden. Biss war eine schöne Attacke. Habe ich bei Shiggy immer gerne als Shillock benutzt. Und Biss mochte ich ziemlich gut eigentlich. Also es war eine schöne Unlichtattacke in der zweiten Generation. Und wenn ein Pokémon von mir Biss konnte, dann waren das meistens Pokémon, die später dann auch Knirscher bekommen konnten. Und die behielten dann Biss auch eine ziemlich lange Zeit. Ich hasse schwache Pokémon. Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf sie auf einen alleine, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Alter, ich hab dir gerade den Arsch getreten, Penner. Finde ich eigentlich ganz gut, dass der am Anfang so ein richtiger Arsch ist und, also nicht, dass er ein Arsch ist, sondern dass er halt eine gewisse Entwicklung mitmacht. Ja, hat was. Also später kannst du den ja auch an gewissen Tagen halt irgendwie auch antreffen. Und dementsprechend, ja, sind solche Sachen, wo er auch einfach ganz gerne mal, ja, sein eigenes Denken so ein bisschen hinterfragt. Von daher, jo, wir sind jetzt bei 33 Minuten. Ich würde sagen, die Arena machen wir noch. Und die Zwillinge, Zwilling Eva und Ute, möchte kämpfen. Zwilling Eva und Ute schickt Weberak in den Kampf. Super. Normalerweise wäre das jetzt voll der Auftritt für Schmetterli. Aber ich will den eigentlich nicht permanent hier jetzt overleveln. Dementsprechend hoffe ich, dass es ein bisschen... Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ich will jetzt meine Pokémon nicht offensichtlich in Bredouille bringen. Aber ich will jetzt auch nicht alles auf den Schultern von Schmetterli ausruhen lassen. So, achso, stimmt ja, das muss ich ja noch. Durch das Klonenstärke des Mew bekommen, habe ich erzählt. Also, es ist wirklich so. Ich habe das alte Heft hier rausgesucht. Das war so ein. Da standen viele Florenzer-Informationen drin. Da das nur ein Drittel von dem. Oder ein Fünftel von der Dicke des Buches war hier. Benutze ich das jetzt als Notizheft für Dingsbums. Eigentlich generell, um es mal ehrlich zu sein, was war denn hier noch alles drin?
Viel Florenzia, Scarlet Blade, irgendwelche Sachen, die man gesammelt hat. Clash of Clans Regelungen, Easter Eggs, Scarlet Blade Gold, Sammellisten, Medic, Scarlet Blade, Rangpunkte, Scarlet Blade, Florenzia, Florenzia, Florenzia. Mein letzter AOE Damage, Game Odyssey Regelung von meiner Game Odyssey. Was haben wir hier noch? Wieder Scarlet Blade Rogue Florenzia. Gothic 2, was ich zu tun habe, als ich das Gothic 2 Let's Play gemacht habe. Das Pokémon Smaragd Nuzlocke Let's Play. Dragon Quest Heroes war auch noch mit drin, später dann. Ein paar Sachen von Shantae, noch ein paar Notizen. Kurz Peel, als ich damit angefangen hatte. Gothic 2, die Besessenen und so ein Kram. LOL Tactics Missionen. Und jetzt das Kristalltagebuch. Das ist eine kleine Nostalgiereise, das Buch. Ist auch, eigentlich auch ganz gut, dass ich mir die Notizen hier ganz sauber nochmal durchgestrichen habe, so dass ich weiß, sie sind verarbeitet, aber sie kann man noch lesen. Dementsprechend muss ich sagen, das Buch ist so eine kleine Nostalgiereise, wo man dann sagen kann, okay, was ich alles gemacht habe, was ich dann alles in diesen, in den Videos so genommen habe, was ich mir so notiert habe und so weiter und so fort. Also ich lese sowas immer sehr gerne. Dementsprechend hole ich mir keine normalen Notizzettel, sondern wirklich Bücher und muss mal gucken, ob ich die vielleicht irgendwo einfach hier, ein kleines Bücherregal und diese Notizbücher einfach auch hier, diese kleinen zum Beispiel, hier kommen jetzt ganz viele Informationen zu, am Anfang waren hier viele Informationen, auch ein paar Scarlet Blade Notizen, aber eigentlich... Sekunde. Auch viel Scarlet Blade. Lucy zum Beispiel, als wir das Spiel auf YouTube, als ich noch auf YouTube aktiv gestreamt habe, die Rätsel von Lucy, kleine Statue wurde gefunden, der behinderte Prinz, Violett Winter, Gelb Frühling, Orange Sommer, Weiß Herbst und so weiter und so fort, weiße Schrauben, gucken, was, schwarze Schrauben. Okay, das war also Neptunia 1, da war noch Hyper Dimension Neptunia 1. Waren auch noch ganz drin. Hier nochmal Gothic 2. Hier wie man Schriftrollen erstellt. Plucktail. Stimmt, da habe ich noch, da habe ich mir den 12-Stunden-Stream von Plucktail runtergeladen oder 11,5 Stunden und habe den in verschiedene Parts bearbeitet. Und habe dann aufgeschrieben, nach dem 24. Part habe ich dann gemerkt, nee, ich lasse den doch als Ganzes oben und habe mir die ganze, den halben Tag Arbeit einfach, habe den halben Tag Arbeit einfach weggehauen. Dragon Claw, Lost Grid, okay, das war wieder Neptunia. Stream-Projekte, Let's Play-Projekte, Bioshock und so weiter und so fort. Launch, Gurke, Weizen, ah, okay, das waren Berechnungen zu Farm Together. Final Fantasy Crystal Chronicles, die Shantae-Folgen mit Bearbeitungsnotizen. Herztintenfische und so weiter und so fort. Die Schlammpampeninsel. Ach ja, Head in Time. Auch noch ganz nett. Sonic Generations wurde sich auch gewünscht. Wieder Final Fantasy. Viel Final Fantasy. Alice und Tomb Raider, okay, ich verstehe. Mario, achso, das Mario 64 von Sluxing von mir, Vampire's Dawn. Vampire's Dawn Notizen. Andere Notizen, Dayland Notizen. Vampire's Dawn Notizen. Dark Souls 1 Notizen. Oh je, oh je. Ach ja, das waren noch alles Sachen. Rauminke, was im Zentrum pult. Ach so, das war Resident Evil Zero. Battle Chasers. Granatapfel, Aprikose, Kirsche, Orange. Das war Stardew Valley. Havel-Rüstung, Schwarzeisenrüstung, Riesenrüstung. Wieder Stardew Valley. Wieder Sommer in Mara. Zwei Seiten später Dark Souls,
Bretter, Eimer, Äpfel, Brombeeren, Kirschen, Orange, Wassermelone, was? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ah, doch. Ich glaube, ich weiß, was das war. War das doch mal Nara? Ich weiß es echt nicht mehr. Sommer in Mara, Ananas auf der Insel der Ruhe. Ah ja, stimmt, Sommer in Mara. Dann Safe Code. Ach so, das war wieder Prey. Mondlichtwald. Und dann fängen die neuen Sachen an. Fuchshaut, Frischgräte, das war Horizon Zero Dawn. Jetzt wieder Genshin Impact. Tierlist von meinen Figuren. Pokémon-Kandidaten. Zeiten für Streams unter der Woche. Bogen. Achso, das war dann auch wieder viel Notizen für Genshin. Also hier, das ist wirklich... wenn man versucht, darüber nachzudenken, ist man verloren. Entschuldigung, dass ich mich jetzt ein bisschen verquatscht habe, aber solche kleinen Büchlein, die sind immer so eine kleine Nostalgiereise. Auch wenn da noch viele Florenzer-Informationen draufstehen und ich mit dem Spiel nicht mehr zu tun habe, ist es doch eine Erinnerung, wo man sagen muss, okay, muss man schon schmunzeln, einfach um das Vergangene nicht zu vergessen und dementsprechend sich immer wieder in Gedächtnis zu rufen. Ich versuche jetzt hier den Aaron ein bisschen zu trainieren. Wenn es möglich ist, dementsprechend lasse ich den Schmetterli auf Position 1, aber auf der anderen Seite wechsle ich ganz gerne zu Aaron, weil ich glaube, hier bei den Käfern wird er gut vonstatten gehen. Jo, mein erstes Mal, als ich gegen Kai gekämpft habe, war relativ interessant. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich mit der Zaunklinge nichts anfangen konnte. Ich wusste nicht, wie die funktioniert. Kriegst ja, wenn die Edition neu rausgekommen ist, kriegst ja keine Informationen darüber. Oder damals wurden wir nicht gespoilert. Damals war es dann Learning by Doing. Und dementsprechend war das relativ interessant, weil Zaunklinge ist am Anfang schwach und später wird es riesenstark. Es ist so ähnlich wie Zertrümmerer, nur dass Zertrümmerer daneben gehen kann. Beziehungsweise gefühlt... jetzt habe ich aus Versehen B gedrückt. Gefühlt ging Zertrümmerer wesentlich weniger daneben als, öfters daneben als Zaunklinge, aber Zaunklinge hat man auch selten benutzt. Muss halt gucken, ob das vielleicht für Smitbo eigentlich ganz gut ist, obwohl ich mir gerne einen Cherox angönnen würde. Da muss ich aber nur gucken, du hast bewiesen, dass du tough bist. Wunderbar. Mein lieber Jörg. Dementsprechend muss ich halt mal gucken, ob ich mir ein Sichlor aneigne. Auf Level 37 wird es dann zu Cherox. Hier durch den Randomizer die eine oder andere Sache gefixt. Gut, Käfersammler Enno möchte kämpfen. Dann habe ich das auch schon erzählt. Habe ich ja ein bisschen was erzählt, um den Inhalt ein bisschen zu füllen. Das ist auch ganz gut. Das sind dann so Sachen, die einfach im Aspekt geschehen. Schmetterli wird mir zu stark. Der ist jetzt schon auf Level 16. Das gefällt mir gar nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, in diesem den Justin auf Level 16 zu bringen. Okay. Warum ist Konfusion nur normal effektiv gegen Paras? Das wundert mich jetzt ein bisschen. So, super. So, jetzt kommt der. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Ja, aber es ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, ihnen gute Attacken schon beizubringen. Ne? Stärke bringt halt nichts, wenn du nur so Tackle und so ein Shit hast. So, ich denke mal, jetzt werde ich aber nicht vergessen, auf Onix zu wechseln. Ich glaube, Dukatia City wird größer. Da ist jetzt meine Frage ist jetzt aktuell, ob ich wirklich wechseln soll. Sprich, ob ich nach Kai aufhöre und dementsprechend dann anfange, vielleicht schon mal... Wie heißt's? Ob ich halt den Eichenwald noch mitnehmen soll.
in diesem Part oder ob ich den für den nächsten Part aufheben sollte. Auf der anderen Seite, ja, 44 Minuten. Dafür, dass es nur so selten ist, würde ich dann schon, finde ich es dann schon nicht so schlimm, wenn wir jetzt wirklich mal eine Stunde anpeilen würden. Dafür kommt halt nicht zweimal, sondern nur einmal die Woche so ein Dingsbums. Heute ist auch schon wieder Donnerstag. Das bedeutet, ich werde, vielleicht werde ich den Part mal am Sonntag veröffentlichen, weil meistens, wenn ich samstags dann auf Twitch streame, es ist für mich sowieso immer am Sonntag ein bisschen schwierig noch zu streamen. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich ganz gerne auch mal ein bisschen Pause haben möchte. Vor allem letzten Sonntag. Also nach einem 12-Stunden-Stream bist du, der Sonntag war für mich komplett für den Arsch. Also ich habe da fast nichts mehr gemacht. Nur noch so das Lebensnotwendige, was man am Sonntag halt so macht. Hab's nochmal geschafft, ein bisschen durchzuputzen, also einen ganz normalen Wochenputz zu machen. Okay, deine Verteidigung ist auf Null. Ich glaube, Onyx könnte ein richtiger Helfer werden. Vor allem Kiesel und Onyx, oder beziehungsweise Kiesel und Aaron. Im Gegenzug zu Bianca. Ich glaube, die könnten richtig gut werden. Bianca mit ihrem Miltank und Walzer. Na super. Das wird ein Spaß. Ich hasse es. Oh, zieh den Kampf doch nicht so in die Länge. Du wirst sowieso verlieren. Siehst du? Ein Kokuna kann nichts. Wow. Ich würde sagen, das war's wert. Okay, das wird jetzt interessant. Ich will mal was probieren. Nein! Er gehorcht mir nicht mehr. Nein, das ist ja ein getauschtes Pokémon. Der hatte eben nämlich eine ganz andere Attacke gemacht. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich seine Verteidigung so ein bisschen senke. Indem ich, weil Kreideschrei macht, benutzt stattdessen Kreideschrei, weil Kreideschrei senkt ja die Verteidigungspunkte um 2. Also den. Ach, Verteidigungspunkt. Ich bin Yugi blöd oder was? Also Yugi doof. Nee, Kreideschrei sinkt die Verteidigung ja um 2 Punkte und Härtner steigert um 1. Dementsprechend wollte ich so eine gewisse Strategie machen, indem ich einfach den Verteidigungswert ein bisschen runterhaue und Kokuna dann in aller Ruhe seinen Dingsbums spammen kann. Aber ja, mein Onyx hat ab Level 11 andere Pläne. Auf Level 11 und er macht schon nicht mehr, was ich will. Aaron benutzt stattdessen Klammergriff. Ah, super. Komme ich mir so ein bisschen vor wie Ash mit seinem Lurak im Anime. Aber wenigstens kann er noch nicht so viele Attacken. Ich hatte, glaube ich, einmal gehabt, dass ein getauschtes Pokémon einfach so von jetzt auf gleich eingeschlafen ist. Macht dann stattdessen ein Nickerchen. Ach ja. So, Axel wurde besiegt. Na super. Entwicklung allein ist nicht genug. Das stimmt. Ich würde sagen... hinterfragen wir das nicht. Ich bleib bei Schmetterli. Ich muss aber, will aber vorher nochmal ins Pokémon Center. Ah, ich bin echt am Überlegen, ob ich den Wald jetzt machen soll. Den könnte ich natürlich im Schnelldurchlauf machen, weil mein Gesprächsstoff jetzt mittlerweile auch ausgeht, gerade für Pokémon, um es jetzt qualitativ vom Kommentariat zu halten. Dementsprechend will ich den Part jetzt nicht umsonst so lange machen, aber auf der anderen Seite Gesprächsstoff dafür auch zu finden, ist auch, dauert auch wieder eine Weile. Das bedeutet wahrscheinlich, werde ich jetzt heute keine 2 Parts aufnehmen, weil einfach dazu der Stoff ausgeht. Dementsprechend, vielleicht machen wir den Wald noch mit, gucken dann, wie lange wir brauchen und machen es dann einfach so, wie es ist, ne? Beim nächsten Mal, wenn der nächste Part dann hoffentlich vielleicht nächste Woche dann noch kommt, dann habe ich wieder genug Stoff, um wieder ein Stündchen zu füllen. Jo, ansonsten, was mache ich aktuell so? Ich spiele sehr viel Genshin.
um mal den Offscreen-Gamer ein bisschen raushängen zu lassen, wenn ich nicht aufnehme oder streame. Dementsprechend, ich würde gerne Aaron nehmen, aber der macht ja nichts. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Der fängt nämlich an, Zornklinge zu spammen. Ich hätte vielleicht Smetbo einsetzen sollen. Das ist eine Käferattacke. Das bedeutet, es ist normal effektiv. Das wusste ich nicht, dass Käfer auf Stein normal effektiv ist. Ah, stimmt. Sichlor ist ja Flug und Käfer. Ist ja schon Flug-Käfer. Glaube ich. Jawohl, Kiesel wird stark. Okay. Weißt du was? Ich setze den Flieger ein. Unser Flieger. Wir haben ziemlich viele Männchen im Team, ne? Viele männliche. Muss ich halt immer ein bisschen drauf achten, wenn ich die so ein bisschen benenne. Wurde vergiftet, aber Windstoß ist super. Wunderbar. Wunderbar, da haben wir doch schon mal den zweiten Orden. Kennst du die Vorzüge des Insektenordens? Nö, durch ihn gehorchen die Pokémon bis Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nun außerhalb eines Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. TM49 ist Zornklinge. Ich glaube, ich fange mir ins Schlor und nehme das dann in mein Team als Shirok später. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, wir mussten halt damals wirklich Learning by Doing machen. Das bedeutet, wir hatten keine Ahnung von Zornklinge. Und dann hat man sich ganz schnell auch mal täuschen lassen, weil die am Anfang so wenig Schaden macht. Und dann hat man erst später gemerkt, okay, nach dem dritten, vierten Mal macht die halt Riesenschaden. Und wenn der Kampf gegen Sichlor dann halt zu lange gedauert hat, dann, dann war dein Team ganz schnell im Arsch. Und du hast natürlich versucht, das am Leben zu halten. Was dann nach der fünften, sechsten Zornklinge fast kaum noch möglich war. Selbst mal ein Igelava später wurde dann, hat dann ordentlich auf die Backen gekriegt. Und ja, dementsprechend musste man dann halt auch schon mal ein bisschen... Jo, warte mal, habe ich hier eigentlich... Ich will mal gucken, ob ich da schon ein Bild rausgesucht habe. Oder nicht, wo habe ich es denn? Pokémon-Kristall. Nein. Habe ich noch nicht. Muss ich da noch eins raussuchen? Entschuldigung. Jo. Wie lange sind 53 Minuten ungefähr? Ich würde sagen, wir ziehen das durch. Wir machen jetzt noch den Steineichenwald durch. Und, jo, Vorsicht, verlaufe dich nicht, der Steineichenwald ist groß. Ja, da gab es auch mal eine interessante Sache. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Jo, man hat ja damals auch, habe ich später dann erfahren, dass es nur in der Kristalledition möglich sein soll, was totaler Quatsch ist. Dass man Sonntag, mein Boss wird sauer sein, das Porenta, das mir, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Ja, das machen wir schon. Hat auch eine Zeit lang gedauert, bis man gecheckt hat, dass man das Porenta in gewisse Zeiten, in gewisse Richtungen lenken muss. Das bedeutet, wenn ich will, dass es nach unten rennt, muss ich halt von oben das Vieh von oben anquatschen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich mich damals habe echt gut lumpen lassen. Weil dann irgendwie ein Kumpel meinte, ja, auf der Kristalledition am Sonntag um 0 Uhr musst du dann hier im Steineichenwald
findest du ein Celebi und so weiter und so fort. Das war dann später mit dem GS-Ball-Event, wurde das dann auch getriggert, was leider hier in Deutschland nie kam. So konnte, kam man an Celebi. Wir werden uns das durch den Code reinziehen, weil ich ja hier später natürlich so viele, viele Pokémon fangen möchte wie möglich. Und bei den Pokémon, bei denen es einfach nicht geht, aufgrund der fehlenden, des Mangels von Tauschen, muss ich halt mit gewissen GameShark-Codes arbeiten, später dann. Aber, naja, auf jeden Fall habe ich das dem geglaubt und habe dann wirklich, das war ganz lustig, weil damals wurde mir ja abends der Gameboy abgenommen. Und ich habe aber wirklich dann probiert, habe ich den Gameboy dann in der Bettdecke versteckt oder so. Damals war ich noch im Jugendheim. Da bin ich ja dann sonntags immer nach Hause von der Mutti aus sozusagen ins Jugendheim gekommen. Habe ich dann abends immer gesagt, ja, ich habe mein Gameboy zu Hause vergessen und so weiter und so fort. Habe den dann unter meiner Bettdecke versteckt und habe dann wirklich bis, auch wenn ich schlafen wollte, habe ich dann von Linksbums, von, wie heißt's, ja, ich habe dann wirklich bis 12 Uhr nachts durchgehalten, um dann Gameboy zu spielen, um dann irgendwie mit so einer Nachtlampe. Ich hatte mir dann später auch diese große Lupe für den Gameboy Color gekauft, mit zwei Lichtern dran und dieser Lupe, dass man dann irgendwie auch ohne äußerliche Lichter Gameboy spielen konnte. Das Ding war grausam. Vor allem hat das vier kleine Mini-Batterien gefressen. Und naja, da habe ich dann irgendwie dann versucht, Celebi zu kriegen und bin dann wirklich um 0 Uhr in den Steineichenwald gegangen, hier, und habe dann gedacht, ich finde irgendwie Celebi, aber ja, das habe ich dann zweimal probiert, weil ich gedacht habe, hast du es nicht falsch gemacht, bist dann am Montag irgendwie so verschlafen in die Schule gegangen und so, ja, ich habe es versucht gestern Abend mit Celebi, aber hat nicht geklappt und so weiter und so fort, naja. Ah, mein Porenta, du hast es für uns gefunden. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. Schön, dass uns die virtuelle Maschine 01 gibst. VM01 in TM. Diese VM enthält Zerschneider. Bring sie einem Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden der Pokémon-Arena von Azela City, um sie einzusetzen. Ja, vielen Dank, das weiß ich. Das hat mir der Arenenleiter schon gesagt. Aber das kann man auch, glaube ich, so kriegen. Die TM vor dem Zerschneider. Justin kann... ich will es eigentlich ungern. Na gut, da muss Justin halt nur mal der... unser Zerschneider sein. Na los, kleiner Justin, Feuer frei und zack, weg. Ich habe echt gedacht, dass man, also es gab zwei Sachen. Einmal habe ich gedacht, man kriegt hier um 0 Uhr sonntags Celebi, was totaler Quatsch ist. Oder man kriegt halt mit Glück, wenn man Zerschneider schneidet, dass man da irgendwie Holzkohle herkriegt. Aber das ist totaler Quatsch. Und dementsprechend war das alles ein bisschen, die Dinger kann man in der Steineichenwald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Alte Ausschau nach verlorenen Gegenständen. Ich bereue es jetzt schon. Hey, ist das nicht Wallner? Ich, Tom, der Wanderer. Sind deine Pokémon immer noch so wild? Mein Mascholl und ich, wir strotzen von dir. Wir wandern täglich in den Bergen, um so Energie abzubauen. Jo, ich habe neulich gegen einen Geinstein gerissen, entwischt. Ja, komm. Ernsthaft, kann nicht immer sein, dass ich, wenn ich die Speedtaste benutze, dass der alte Mann anruft. Ich dachte, die Annette war so eine Quatschtante. Wir haben doch eigentlich gar nicht so viele Telefonbucheinträge. 3 Stück. Annette, Tom. Ja, normalerweise war die Annette diejenige, die ständig angerufen hat. Aber dass Tom so eine Quasselstrippe ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Kokuna. Ja, macht aber nichts, da wir schon Hornlio besitzen. So, von dem Typ hier unten kriegt man Kopfnuss her. Das benutze ich auch immer ganz gerne, weil man bei den Bäumen, bei den kleinen, da kann man Kopfnuss einsetzen und manchmal fallen Pokémon runter. Da gibt es nette Pokémon. So, was? Kopfnuss hier, TM 02, manchmal fallen Bäume runter. Manchmal fallen Pokémon runter, wunderbar. Um den ganzen Kram mal in... Ah, Kiesel wäre natürlich ganz gut. Oh, Knuddel, Kopfnuss, ja, geil. Knuddel setzt Kopfnuss ein, wunderbar. Nein, nichts. Mist. Ein Hotdog ist runtergefallen, schläft sogar. Die sind auf Level 10.
Deswegen, es war immer, war mir eine Zeit lang nicht wirklich ersichtlich, was für ein Level die haben, weil die meistens fallen die Pokémon runter, wenn die schlafen. Und dementsprechend war es immer ganz schwierig. So habe ich. Ich glaube, den Tipp habe ich auch mal in der Game, in der Kids Zone gelesen. Mit Kopfnuss kriegst du nämlich auch einen Scaraborn. Und ich habe viel später im Duellturm erst gecheckt, dass Scaraborn ein richtig Badass ist, vor allem wenn du ein Psycho-Pokémon, wenn du Psychotrainer bist. Und auf dem Schulhof war es dann immer ganz lustig, wenn du mit einem Level 100 das Scaraborn antrittst. Was ist das für ein Vieh? Warum trainierst du das auf Level 100? Pff, keine Ahnung. Da kam der dann mit seinem Lugia Mewtwo Mew an, was man dann halt so mit der Zeitkapsel dann später dann einfach rübergetauscht hat. Und naja, viel Ender. Mach's gut, Mew. Mach's gut, Mewtwo. Hat's wehgetan, Lu. So ein Kram war schon cool. Ich glaube, Käfer und Psycho sind so zwei Typen, die sich gegenseitig nicht leiden können. Käfer ist, glaube ich, sehr effektiv auf Psycho und Psycho ist sehr effektiv auf Käfer. Glaube ich zumindest. Ich kann mich auch irren, dass Psycho sehr effektiv auf Käfer ist, weil die meisten Käfer-Pokémon halt noch als Zweityp den Gifttypen drin haben und der Gifttyp ist anfällig gegen Psycho. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, was jetzt, warum jetzt zum Beispiel eine Psycho-Attacke auf ein Hornlio explizit, effektiv ist, wegen Käfer oder wegen wegen Gift, ich weiß es nicht. Schleiche dich nicht an, du hast ein Pokémon verjagt, ja, heul nicht rum, du kleiner Lümmel. Ladybar, wunderbar, das ist doch für Taubsi doch ein gefundenes Fressen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ab wann mir getauschte Pokémon gehorchen. In der ersten Edition war es ab dem dritten Orden, glaube ich, oder ab dem vierten erst. Aber ich meine, es wäre ab dem dritten Orden gewesen. Damals wurde das Außenseiter genannt, was ein bisschen tragisch ist, beziehungsweise ist kein fairer Begriff, dass die Pokémon mir dann gehorchen. Ich weiß nicht, ob es auch auf dem zweiten schon gilt. Dementsprechend bin ich bei der zweiten Generation gar nicht so. Weiß ich das nicht wirklich. Ja, Windstoß. Waren die ersten Generation. Oh, diese Original-Frittinger sind lecker, kann ich nur empfehlen. Ich habe die früher sehr gerne gegessen. Ich esse sie heute noch gern. Product Placement. Aber Product Placement ist ja immer dann, wenn man Geld dafür kriegt. Ich kriege ja nichts dafür. Von daher ist das meine völlig unverfrorte, offene Meinung. Wenn du die Dame ansprichst, kriegst du Lockduft. Oh, interessant, du erstellst einen Pokédex. Das muss schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuch es mit dieser TM. Ich weiß nicht, ob man die. Also, die kann man außerhalb vom Kampf benutzen. Was bedeutet, du stehst im Gras, benutzt Lockduft und dann kommt da so ein Vieh an. Die Frage ist nur, wo kann man's sinnvoll einsetzen? Hey, hier trainiere ich. Ja, dann trainiere. Aber das mit dem neuen Audio-Dingsbums ist super. Dass das Mikrofon ab einem gewissen Geräuschpegel einfach ausgeschaltet wird. So hört er mich nicht, hört er nicht jedes Schmatzen von mir. Hast du was für unseren Justin? Ich wundere mich, warum Justin so stark ist mit seiner Pflanzenattacke. Wir haben dem Buben ja Wundersaat gegeben. Klar, macht ja Sinn.
Ich denke mal, wenn wir Smetbo als Gift-Typ haben, brauchen wir Dingsbums nicht. Brauchen wir Justin nicht. Ich weiß gar nicht, wann man den EP-Teiler hier kriegt. Ah doch, ich weiß, wo man den kriegt. Giesel, was sollte das denn, mein Freund? Warum ist das jetzt so langsam gewesen? Hört sich gruselig an. Tschüss, Rabitag. Mach's gut. Bye, bye. Ich find's ja ganz goldig, wie es die Flügel hebt und sich unterm Flügel kratzt. Rabitag, eine Dusche hilft. So, den Steineichenwald haben wir hinter uns gemacht. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Ich würde sagen, das reicht doch für heute. Dann machen wir beim nächsten Mal Ducatia City. Zumal ich jetzt auch ein bisschen naschen möchte. So, also dann Leute. Macht's gut und für die Leute, die dieses Video im Nachhinein sehen, ihr könnt in den Kommentaren abstimmen, ob wir Togepi als festes Pokémon im Team lassen sollen. Muss mal probieren. Geben wir dem Team einen Try. Oder ob wir das aus dem Team rausschmeißen. Unseren kleinen Knuddel. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Haut rein. Euer Graf. Ciao.